Zwei Generalsekretäre der FPÖ, die treten ab. Ein anderer, der tritt nach vorne und der trat in der Vergangenheit vor allem sehr, sehr weit rechts auf. Michael Schnedlitz soll 2016 in Wiener Neustadt die Identitären sehr freundlich empfangen haben. Bei einer Demonstration soll er gesagt haben, Zitat, hier in Wiener Neustadt, da seid ihr herzlich willkommen. Ich lade euch ein, ihr könnt gerne jeden Tag hierher kommen und werdet von mir persönlich im Rathaus empfangen. Ja, Schnedlitz selbst, der war zu dieser Zeit zwar nicht der Bürgermeister, hat sich aber dennoch als Gastgeber hier sozusagen präsentiert. Er war immerhin der Stellvertreter des Bürgermeisters von Wiener Neustadt. Und ja, es ist natürlich dann schon auch fraglich, wie die FPÖ in weiterer Folge auch mit dem neuen Generalsekretär mit den Identitären umgehen wird. Norbert Hofer selbst, der hat ja immer wieder davon gesprochen, dass es neue Compliance-Regeln geben wird. Und Andreas Rabl, der Bürgermeister von Wels, hat ja erst kürzlich in einer Pressekonferenz gemeint, nicht jeder könne der FPÖ beitreten. Wie das dann bei den Identitären in weiterer Folge aussehen wird, auch unter dem neuen Generalsekretär, das bleibt abzuwarten. Michael Schnedlitz selbst, der war viele Jahre lang in Niederösterreich politisch bei der FPÖ aktiv und zuletzt auch Nationalratsabgeordneter. Er tritt in die Fußstapfen von Harald Wilimski, der immerhin 14 Jahre dieses Amt bekleidet hat, und auch von Christian Hafenecker, der rund 2 Jahre Generalsekretär bei den Freiheitlichen war.